Hallo, da sind wir wieder bei Let's Play Divinity 2. Ja, wir haben ja das letzte Mal vor Maxes Tempel wirklich für mich persönlich auch unerwartet Beligar getroffen, der uns irgendwo da hinten in die Luft teleportiert hat. Also sagen wir mal so, unsere Prophezeiung hat sich erfüllt, deswegen bin ich nochmal zu der Wahrsagerin gelaufen und mir fragen Sie jetzt einfach nochmal, ob sie uns nochmal die Zukunft vorhersagt. Ihr seid eurem Schicksal begegnet, wie ich es vorhergesehen hatte. Wollt ihr mehr wissen? Ihr kennt den Brat. Gut. Ich sehe. Dunkelheit. Es ist der Verdammte. Nein. Damian, er. Hinfort. Ich sagte, verschwinde. Oh, wie ominös. Ja, ich habe das gerade eben mal ausprobiert und da habe ich einen Erfolg bekommen. Unvorhersehbare Vorhersehung oder sowas. Unvorhergesehene Vorhersehung. Ach, keine Ahnung. Ja, aber ja, jetzt wollte ich zum Maxus Tempel zurück. Das ist jetzt ein ganz gutes Stück zu laufen. Wisst ihr was, ich mache mal wieder einen Schnitt. Wir sehen uns dann gleich wieder vor dem Maxus Tempel. So. Und wir sind wieder da bei unserem Video. Und wir sind endlich am Ziel unserer Bemühungen Trümmertal. Hier wollten wir prinzipiell eigentlich die ganze Zeit hin. Nee, ehrlich, die ganze Zeit, nicht nur seit wir mit Lobis gesprochen haben. Und viel länger. Tempel von Maxas, dem Drachenmagier. Der Maxas-Tempel. Das Ziel all jener, die zu herrschen gewillt sind. Das Tor zu eurer Drachenmacht. Ja. Oh, automatisch speichern. Ist lange her, dass es mir wieder automatisch gespeichert hat bei mir. Das letzte Mal war, glaube ich, irgendwo in Lovis Turm. Wahrscheinlich daran, dass ich nicht allzu viele Videos. Na egal. Okay, und wir haben noch einen Wegpunktschrein gefunden. Juhu! Ich weiß, ihr wundert euch, warum ich da nicht vorgehe. Ich habe meine Gründe, glaubt mir. Jetzt erstmal mit diesem Typen hier reden. Seid gegrüßt, Drachengezeichneter. Ich bin Zickzacks, der nicht ganz weise. Sicher. Das ist nur eine alte Form ribellonischer Umgangssprache. Das Papier weist Rissspuren auf. Ihr benötigt für den ganzen Text vier Teile. So kann ich euch nicht weiterhelfen. Wer kann sie nicht entziffern? Die Gelehrten von heutzutage wissen nicht einmal die grundlegenden Dinge. Ich natürlich schon. Von den epischen Schriften des altehrwürdigen Stammes der wütenden Zungenpeitscher bis zu den Liebesspielen der ausgestorbenen Zenithdrachen. Gebt dieser Person mein Exemplar des Taschenwörterbuches als Drachisch in gemeines Ribellonisch und sagt ihm, er solle mal seinen Horizont erweitern. Für die wenigen, die das Privileg haben, schon seit Urzeiten zu leben, und ist das sterblich. Mehr als offensichtlich. Es gab Zeiten, da war die Drachengabe das größte Geschenk. Aber jetzt jagen die dummen Menschen die alte Rasse. Ja. Selbst ihr habt das getan, wie eure Augen verraten. Aber jetzt müsst ihr die richtige Wahrheit sehen. Andererseits trampel ich auch auf Ameisen herum und wer weiß, wie gebildet und erhaben sie einst waren. Ich bin Imp-Historiker, gesegnet mit dem Wissen über alle Rassen und Zeitalter. Wow. Eine beeindruckende Beschreibung meiner Arbeit, nicht wahr? Wollt ihr meine Karte? Da steht alles drauf. Aber leider kann selbst jemand mit meinem enormen Wissen in einer Dimension festsitzen, in der er gar nicht leben möchte. Ich bin zwar ein belesener Imp, aber ich kann dennoch nicht mit der Kraft der Worte von Dimension zu Dimension, von Spalt zu Spalt reisen. Hä? Wovon redet der? Aus diesem Grund bin ich unter dem Namen Zickzacks, der nicht ganz weise, bekannt. Zwar sehr belesen, aber eben nicht ganz weise. Früher konnte ich mir mit alten Pyramidensteinen Zugang zu anderen Dimensionen verschaffen. Aber ich musste sie einem Menschen geben, der gegen den schwarzen Ring und den Dämon der Lügen kämpfte. Bla bla bla. Das ist er, ja. Er mag zwar der Göttliche sein, aber er hat mir meine Teleportersteine nicht zurückgegeben. Sie war cool. Der Göttliche schuld nimmt noch ein paar magische Artefakte. Jetzt ist er da oben mit den anderen Göttern und ich sitze in dieser lächerlichen Dimension fest.
Scheiße. Alles Gute, angehender Weise. Ja, haben wir schon mal noch eine Quest erfüllt. Ich glaube, das ist, wenn ich so richtig sehe, ja, die letzte, die wir noch machen können, bevor wir in den Maxis-Tempel gehen. Da gibt es dann noch ein Ereignis, das man... also eine Truhe, die man holen kann, das mache ich dann auch noch. Aber jetzt geben wir noch mal das Ding ab. Wie es aussieht, müssen wir uns doch bis zum nächsten Video gedulden, bis wir endlich in den Tempel kommen. Schnapp sie dir! Mach ich aus gutem Grund. Yes? Grundgültiger, wo konntet ihr ein derart seltenes und wert amazing? Ich werde sofort die drakische Sprache lang, dann wollen wir mal. Fuhr Comus est Magnus apparens ut Cervus cauda flammea. Das ist Latein. Oh. In omnibus mentitur nisi. Was geht da vor sich? Oh mein Gott, das ist ein Beschwörungskreis. Vorsicht! Fuhr. Stirb. Juhu. Wie lange braucht man eigentlich noch bis zum Levelaufstieg? 12.000. Das ist ja mal ganz wenig. Mein Gott, das war vielleicht ein Kampf. Schweigen ist Gott. Ich werd's mir denken, jetzt wäre eine kleine... Wir Grammaries sind wohlhabend und Belohnungen unserer Helfer stets angemessen. Ich will eigentlich gar nichts von dem Zeug. Der Ring gefällt mir trotzdem. Der Ring gefällt mir sogar sehr trotzdem. Wie ihr seht, birgt so manches Buch viele Gefahren. Stellt euch nur vor, zu welchen Gefahren uns Maxos Nachforschungen den Weg weisen werden. Und dennoch... Ja, liegt nichts als an den Maxus-Tempel. Wollen wir doch mal ihren Wunsch erfüllen. Oh, wo ist jetzt dieser Schreintempel? Wir nicht vor ihnen zurückschrecken. Sehe ich immer sofort, doch auf lange Sicht kann es sich wahrlich auszahlen. Ja, stimmt. Mehr oder weniger. Hier gibt es nämlich drei so Kugeln, die man finden muss. Die werden auch ziemlich von weitem her schon. Da seht ihr es. Kennzeichen ist in solchen Schatullen. Okay, eine ist hier, soweit ich weiß. Müsste noch eine hier irgendwo rumliegen. Ich will diese Dinger noch finden, bevor ich in den Tempel gehe. Ja. Noch einer. Und der andere ist jetzt auf der anderen Seite des Tempels. Und machen wir einen kleinen Umweg, weil ich bin immer noch nicht so nah an den Tempel ran. Ich glaube, das Video hier muss ich ein bisschen früher beenden. Ah, das sieht doch nicht so aus. Ist jemand, an dem wir nicht zu früh in den Weg in die Arme laufen. Oh, okay, wo ist dieses Mistding? Da oben vielleicht? Da sieht er mal so etwas sah Maxus aus. Ist es. Da muss ich sogar noch mal verkaufen, bevor ich in den Tempel gehe. Mache ich dann aber auch wieder offscreen.
Truhe, die holen wir uns auch noch beim nächsten Mal, glaube ich. Wir können es ja probieren, ob es noch reingeht. Ich glaube aber nicht. Sieht ganz so aus, als könnte. Passt perfekt. Sieht ganz so aus, als könnte. Passt perfekt. Hm, könnte knapp werden. Ah, komm. Komm. Ah, leck mich. Sieht ganz so aus, passt perfekt. Und das Bond. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, dafür jeden Winkel dieses Tempels abzugraben. Ja, nicht schlecht. Also dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wirklich und jetzt endgültig in den Tempel wagen. Tschüss.